Lieblingsabschminksreinigung. Aber. Sprachenlernen, Bubble. Ach so, dann. Friemeln und dann hat man das, dann verknödelt das, dann verknießknallt das, da rege ich mich immer richtig auf. Wo sind meine kleinen Fältchen hin? Die sind nämlich weg. Sag mal, was fliegt hier denn alles? Ich nehme die ab. Ich hatte hier alles voller. Und dann die Maske auf Sheila. Moin ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Aufgebraucht-Video. Ich sehe heute ein bisschen anders aus. Ich war nämlich am Wochenende beim Friseur gewesen. Ja, für mich ist das viel zu kurz. Ich bereue das jetzt auch so ein bisschen. Aber ja, als ich da gewesen bin, habe ich tatsächlich gesagt, ja, mach ruhig noch ein Stück kürzer. Und der Friseur so, nee, das ist reicht so, das ist gut so. Ich hätte einen Bobschnitt gemacht. Aber das ist dann immer, wenn der Friseur gerade dabei ist, dann sage ich mir immer, oh, ist egal, kann ruhig noch kürzer. Aber jetzt im Nachhinein, finde ich, sieht irgendwie... Gut, es ist vielleicht jetzt ein bisschen gesünder. Ich glaube, ich hatte ein Reel noch gepostet und da hat jemand auch untergeschrieben, es hätte noch mehr abgekonnt. Ja, hätte es wahrscheinlich auch, aber der Friseur hat gesagt, das reicht, also lasse ich das jetzt erstmal so. Und jetzt warte ich noch ein, zwei Monate und dann gehen wir eventuell mit hellen Strähnen, also vorne helle Strähnen, hinten etwas dunkler, oder hat er so umgekehrt gesagt? Nee, ich glaube, vorne helle und hinten etwas dunkler, damit man diesen Übergang dann nicht mehr so krass sieht. Und vielleicht kommt dann nochmal ein Stück ab und, naja, ich weiß nicht, wie ich das jetzt so genau finde. Da fand ich meine langen, kaputten Haare irgendwie doch besser. Ja, ich finde lange Haare so toll, aber da war ich früher einmal als Kind, ich hatte bis zum Po-Ski die Haare und dann habe ich sie mir bis dahin abgeschnitten und seitdem sind die nicht mehr nachgewachsen. Naja, so, jetzt höre ich auch auf zu sabbeln. Lange Rede, kurzer Sinn. Es geht heute um aufgebrauchte Produkte. Ich habe wieder jede Menge gesammelt und... Was wollte ich noch sagen? Ich würde mich mega freuen, wenn ihr dem Video einen Daumen nach oben geben würdet. Am Ende vergisst man das ja immer manchmal. Und ja, das ist für den YouTube-Kanal ganz wichtig, damit das mehreren Leuten angezeigt wird. Und ja, dass wir mehr wachsen können. Abonniert auch gerne den Kanal, das ist kostenlos. Drückt die Glocke, dann verpasst ihr keine Videos mehr. Und jeder Kommentar ist übrigens auch Support. Desto mehr Kommentare, desto mehr wird es anderen Leuten vorgeschlagen, angezeigt. Also ich freue mich immer über euren Support und ich bedanke mich auch recht herzlich für die, die immer kommentieren. Ist egal, was kann auch ein Herz sein oder sonst irgendwas. Also ich freue mich immer über eure Kommentare. Ich lese sie auch immer alle, ich beantworte sie auch immer alle. Und ja, wenn ihr mal nicht wisst, was ihr kommentieren sollt, irgendwas für den Algorithmus, freue ich mich mega. Ist Support, wie gesagt, ein Like und ja, ich bedanke mich nochmal dafür. Jetzt fangen wir aber auch an. Ich habe hier meine Kiste nicht sortiert. Ich habe hier jetzt alles wild, ja, wie immer, alles wild durcheinander. Genauso wie ich auch immer mit meinen Gedanken bin. So, los geht's. Also, ich habe wieder leer gemacht mein Duschgel oder Bath and Shower Gel von Bubble Tea. Das gibt es bei Action. Also, sonst habe ich das, glaube ich, noch nirgendwo gesehen. Das ist einmal Limette und Kokosnussduft. Und ich sage euch, das erinnert mich, das habe ich schon mal gesagt im Video, das erinnert mich an irgendeine... An mein Barbie-Haus von früher oder irgendeine Barbie hat so gerochen. Ich weiß nicht, dieser Duft, das keine Ahnung, das ist irgendwie für mich, meine Gedanken ist das Barbie-Geruch. So, kaufe ich immer ganz gerne nach, aber momentan habe ich, glaube ich, zu viel Barbie und zu viel von diesem Zeug und ja, bin ich jetzt ehrlich gesagt froh, dass es alles ist. Aber werde ich mir definitiv wieder kaufen. Wo tun wir jetzt den ganzen Müll hin? Dann, oh, das muss ich mir morgen unbedingt wieder kaufen. Das ist einmal Melatonin 1,8 Milligramm. Das sind Kapseln, die allerdings nicht. Ich kaufe mir da immer diese Schmelztabletten. Die legt man dann auf die Zunge und das geht dann in die Schleimhaut und das nimmt der Körper viel besser und viel schneller auf und somit kann ich auch viel schneller einschlafen. Also die halt, die wollte ich jetzt erstmal aufbrauchen. Aber die anderen sind übrigens auch von Green Dog. Also die sind echt gut, muss ich euch wirklich sagen. Das ist jetzt nicht, dass man durchschläft, sondern dass man generell schneller einschläft. Ich bin ja auch so, dass ich dann in der Nacht ein paar Mal aufwache. Und wenn ich dann nochmals in der Nacht aufwache, so nach 3 Stunden, nehme ich tatsächlich dann immer noch einen. Aber dann müsst ihr selber gucken, wie man das dosiert und wie viel ihr nehmt. Auf jeden Fall sollte man eigentlich nur einmal eine täglich nehmen. Aber ich glaube, man darf bis zu 5 Milligramm Melatonin nehmen. Informiert euch da aber bitte nochmal selber. Wie gesagt, ich bin ja kein Arzt oder Heilpraktiker oder sonst irgendwas, aber ich kann nur sagen, wie es bei mir hilft und ich finde die wirklich gut. Allerdings die, na, wie heißen die denn jetzt? Die Schmelztabletten davon. So,
Das Isana Pflegebad, das hat mich so extrem an die Karnemelk erinnert. Also das ist ja auch so ein Bade- und Duschgel von Action und das pflegt die Haut extrem gut, riecht nicht gut und ich glaube, das hat auch, doch, das riecht ein bisschen besser als dieses Karnemelk-Zeug von Action. Genau, aber ich fand jetzt, dass das nicht so gut gepflegt hat. Allerdings ist das mit Schaum gewesen und ja, würde ich mir jetzt aber nicht nochmal wieder nachkaufen. Also war jetzt auch kein Flop, aber wie gesagt, fand ich jetzt nicht so, dass ich mir das nochmal wieder kaufen würde. Im Gegensatz dazu, Balea Tropical Vibes ist eine LE, riecht so gut, das Duschgel. Ja, Wassermelone. Oh, oh Gott, ich glaube, ich bewahre einfach dieses Ding hier noch auf, diese Verpackung noch auf, um immer mal wieder dran. Das riecht wirklich so, so gut. Wenn ihr Fans von Melonenduft, Wassermelonenduft seid, das gibt es, glaube ich, auch schon gar nicht mehr. Das ist so schade, weil ich habe noch einmal Wassermelonenduft-Duschgel und das riecht komplett anders. Also es riecht nicht so wie dieses. Und dieses eine Duschgel, was nach Sonnencreme gerochen hat, also wirklich so, so gut, habe ich ein Foto von gemacht, das gibt es nicht mehr. Das habe ich diesen Sommer so gesucht, das ist so schade. Das war letztes Jahr wirklich der absolute Hammer. Und ich habe jetzt Angst, dass es das nächstes Jahr auch nicht gibt. Deswegen glaube ich, behalte das ab und zu nochmal diesen, das ist so ein frischer Urlaubsduft mit Wassermelone, aber so richtig intensiv. Oh, riecht das gut. Also das schmeiße ich definitiv nicht weg. Da könnt ihr mir sagen, was ihr wollt. Dann habe ich einmal das Epsom-Salz von Action aufgebraucht mit Magnesium. Kann ich jetzt nicht viel zu sagen, aber es ist halt ein Entspannungsbad und ich fand das soweit in Ordnung. Also ich würde es mir auf jeden Fall wieder kaufen. Dann finde ich immer ganz wichtig, auf der Toilette oder Türgriffe zu desinfizieren, dann nehme ich immer ganz gerne diese Sakrotan-Tücher, 2-in-1 Desinfektionstücher für Hände und Oberflächen, samtweich mit frischem Duft. Der Duft, ach doch, geht eigentlich. Ich dachte, das wäre jetzt dieser typische Sakrotan-Duft, aber es geht. Wirksam gegen Covid und E. coli-Bakterien. Das ist doch schon mal gut. Toilette wird immer damit abgewischt oder auch die, wo man die Toilette abzieht. Und Türgriffe. Ja, kaufe ich mir auch wieder nach. Finde ich super. Dann habe ich vorhin gerade aufgebraucht einmal das Softöl-Balsam von Balea. Finde ich sehr, sehr gut für trockene Haut. Ist mit 40% Ölanteil. Der Duft ist jetzt, riecht eigentlich soweit nach nichts, würde ich jetzt so sagen. Fand ich okay, aber würde ich mir jetzt momentan nicht wieder kaufen. Gerade wenn man zum Beispiel diese Bodybutter, die hatte ich euch, glaube ich, schon mal gezeigt, von Dalton. Oh, die ist so, so gut. Das ist eine Anti-Aging-Körperbutter. Und die riecht so, so gut. Und wenn ihr die abends drauf macht, da habt ihr noch den nächsten Tag was von. Also ist wirklich klasse, das Produkt. Und ja, Spa Deluxe. Sieht auch voll schön aus, finde ich, der Tiegel. Und ich habe das auch immer mit dem Spatel rausgeholt, weil ich da nie mit der Hand reingegangen bin, also mit den Fingern. Und ja, richtig gutes Produkt, kann ich euch nur empfehlen. Wenn ich die Bodybutter nicht habe, nehme ich immer von Isana dieses Zuckerölpeeling. Das ist richtig gut. Mit Arganöl und Bio-Orangenblüte. Das riecht richtig, richtig schön. Also so Wohlfühlduft. Gleich nach Orange, aber auch irgendwie so ein bisschen gedämpft. Ich kann das schlecht beschreiben, aber das macht eine richtig weiche Haut. Das riecht wunderbar, wenn ihr das auftragt. Die Körnchen sind nicht zu stark, die sind aber auch nicht zu wenig. Also ich finde das genau richtig und perfekt. Na Milo, haust du hier gleich mein Ringlicht um? Sticky, dich und das Bett. So, dann habe ich einmal die Cremeseife von Today aufgebraucht. Wie war die? Ich habe keine Ahnung. Riechen wir mal dran mit Mandelcreme. Ja, doch, war in Ordnung, aber Today, ich weiß gar nicht, von was ist das überhaupt? Von Rewe oder von Aldi? Nee, Today. Gott, von was ist Today? Mag ich auf jeden Fall nicht so gerne. Frag mich nicht, warum, ist nicht so meins. Genauso wie die Handseifen von Isana bin ich auch kein großer Fan von. Ich finde, die sind irgendwie immer so extrem flüssig, also nicht so gelartig von der Konsistenz und gefällt mir irgendwie nicht. Das sind zum Beispiel meine Lieblingsabschminkreinigungstücher für trockene und empfindliche Haut von BB. Da nehme ich immer gerne diese hellblauen. Und was wollte ich sagen? Das ist mit Kokoswasser, feuchtigkeitsspendend. Und ja,
Die nehme ich immer, wenn ich mal wirklich keine Lust habe, mich großartig abzuschminken. Dann nehme ich das. Ansonsten sollte man sich natürlich immer richtig abschminken. Das ist ganz, ganz wichtig. Die kaufe ich mir natürlich auch wieder. Dann habe ich ganz neu entdeckt. Was heißt hier ganz neu entdeckt? Ich benutze das schon eine Zeit, deswegen ist es ja auch schon alles. Werde ich mir aber wieder kaufen. Das war so, so gut. Oder das ist so, so gut. Das Balea Creme to Öl Peeling mit 5% Milchsäure und Patenol. Anwendung über Nacht für trockene Haut. Das ist mir eigentlich relativ egal, wann ich das anwende. Aber falls ihr eure Füße eincremt, also das ist wirklich extreme Feuchtigkeit. Das kann ich so schon mal sagen. Da, also das habt ihr noch den nächsten Morgen was von. Dann habt ihr überall Abdrücke. Also müsst ihr irgendwie Hausschuhe anziehen oder Socken. Und also einige sagen, das bringt nichts. Also bei mir ist das richtig gut. Ich creme dann meine Arme, meine Beine. Allerdings ist dieser Milchsäuregeruch ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Also es riecht nicht gut, sagen wir es mal so. Also stört mich aber nicht, ist mir egal, es geht nach einer Zeit weg oder man kann da irgendwie, was weiß ich, irgendwas rüber machen oder einen Körperduft drüber geben. Aber das riecht halt wirklich nicht gut, ist mir aber egal, die Pflege ist wunderbar und das werde ich mir wieder kaufen. Richtig günstig auch, ich glaube, weiß nicht, 3 oder 4 Euro. Und dazu habe ich jetzt auch mal dieses Reinigungsöl getestet. Jeder stellt immer in seinen Videos dieses Reinigungsöl hervor. Das ist parfümfrei, ja, von Balea. Und das ist wirklich mega. Das ist mega gut. Ich habe sonst immer diese kleinen Fläschchen von Maybelline oder auch von Essence mal oder auch diese ganz günstigen von Isana, wo immer Anteil Öl und ein Anteil dieses blaue Abschminkzeug ist, wo man so schüttelt. Aber das ist viel ergiebiger. Das ist mit so einem Pumper. Da braucht ihr 1, 2, 3 solche kleinen Tropfen. Gebt ihr euch aufs Wattepad und damit könnt ihr das alles runterholen. Das ist mit Arganöl und das funktioniert auch bei wasserfestem Make-up oder halt Wimperntusche, weil ich benutze eigentlich, soweit es geht, nur wasserfeste Wimperntusche. Und das war mir ganz, ganz wichtig. Also ganz toll, das werde ich mir wiederholen. Damit hätte ich echt nicht gerechnet, aber jetzt weiß ich, warum das immer alle vorstellen und immer alle so toll finden. Dann habe ich einmal Skincare Kollagen Firmserum. Ja, ihr wisst, oder ich weiß nicht, ob ihr es wisst, Kollagen sind Schlachtabfälle. Das ist eigentlich ein bisschen eklig, aber ich finde dieses Serum eigentlich gar nicht mal so verkehrt. Das gibt es bei Action, ist relativ günstig und ich glaube, ich habe sogar auch noch ein Backup da. Da müsste man sich mal echt genauer informieren, was da, ja, wie das so, ob das wirklich so gut für die Haut ist, weil wie gesagt, Schlachtabfälle im Gesicht. Schon ein bisschen komisch irgendwie die Vorstellung. Naja, auf jeden Fall finde ich das Serum eigentlich soweit ganz gut. Und wenn man nicht weiter drüber nachdenkt, was man da im Gesicht hat oder auf dem Dekolleté oder wie, wo man sich das auch immer hinschmieren möchte. Ja, wie gesagt, bei Action. Apropos Serum. Wenn man jetzt nicht für jedes einzelne Produkt ein Serum beziehungsweise für jeden einzelnen Wirkstoff ein Serum haben möchte und dann da 3, 4, 5 verschiedene Flaschen stehen haben möchte, kann ich euch dieses hier empfehlen von Wuhs. Das ist richtig gut. Multimolekular Hyaluronic Serum. Das ist mit 8 verschiedenen Hyaluronsäuren, 8 verschiedenen Peptiden und mit Niacinamiden. Ich benutze das jetzt schon über 2 oder 3 Monate. Ich hatte das halt erstmal getestet und es ist wirklich richtig gut. Also ich bin, also ja, ihr seht ja, meine Haut ist echt gut geworden. Allerdings benutze ich auch viele andere Produkte, aber man kann ja schon so ein bisschen gucken, welches Serum gut ist, welches nicht. Und wie gesagt, wenn man jetzt nicht sich verschiedene Seren hinstellen möchte, hier ist alles in einem vereint. Und ich finde, das sieht auch immer richtig schön aus, wenn man das da stehen hat. Das ist wirklich richtig schöne dekorative Kosmetik. So, dann ist das hier mit so einem Pumper. Ich zeige euch das mal. Kommt dann das so raus. Und danach tupfe ich das immer. Ich kann es eigentlich auch in mein Gesicht, weil ich habe ja gar kein Make-up drauf. Also es riecht nach nichts. Also es ist geruch- und parfümfrei. So, es riecht nach nichts. Stört mich aber auch nicht. Manche vertragen ja auch keine Duftstoffe. Und ja, wie gesagt, ich finde das klasse, dass da alle 3 Wirkstoffe drin vereint sind. Wenn man jetzt wirklich keine Lust hat, immer nochmal eine Flasche und nochmal eine Flasche. Und es sieht auch wirklich schön aus. Und ich finde die Wirkung auch richtig gut. Das ist eine Marke aus Berlin. Da gibt es auch noch eine Creme zu. Die kann ich euch auch nochmal zeigen hier. Das ist die Multimolekular Hyaluronic Creme. Die sieht auch richtig schön aus, der Titel. Allerdings habe ich die noch nicht getestet, weil ich so viele andere Cremes noch habe. Aber die werde ich
definitiv auch noch testen und dann werde ich dazu mehr sagen. Übrigens die Produkte, die von Firmen sind, die es nicht in der Drogerie gibt, verlinke ich euch immer gerne unten in der Infobox. Für diese Produkte habe ich sogar einen Code, da könnt ihr 10% sparen mit Nina10 und wie gesagt, unten in der Infobox geht ihr dann einfach über den Link und ja, da seht ihr auch, was weiß ich, ich stelle euch gleich noch andere Sachen vor, die es nicht in der Drogerie gibt oder wo ihr über meinen Link dann Prozente bekommen könnt und das ist dann alles unten in der Infobox. Ja, wie gesagt, die habe ich noch nicht ausprobiert und das Serum ist wirklich absolut der Hammer. Dann von Isana habe ich meine Hydrogelmaske umgebracht. Triple Hyaluron, die Maske habe ich natürlich aufgebraucht. Triple Hyaluron mit Aloe Vera Kaktusextrakt. Das habe ich auch schon öfters gezeigt, die ist richtig gut. Ist allerdings ein bisschen kompliziert, weil das zwei Teile sind. Das mag ich eigentlich überhaupt nicht. Und das ist so ein ganz dünnes, ja, Gel, sage ich jetzt mal. So eine gelartige Maske. Aber die ist so dünn, dass man da erstmal dieses Friemeln und dann hat man das, dann verknödelt das, dann verknistert das. Da rege ich mich immer richtig auf. Aber der Ärger lohnt sich, weil die ist echt gut. Dann habe ich noch diese Isana Ampullen. Die habe ich euch auch schon öfters gezeigt. Vitamin C Ampullen Konzentrat. Die sind richtig gut und antioxidativ und glättend. Die trage ich immer morgens und abends auf mein Gesicht auf. Manchmal wechsle ich natürlich mit meinen Serien. Also sprich, manchmal nehme ich auch das von Wu Skincare. Oder sehr, sehr gerne auch das. Das Vitamin C Serum von Balea. Ja Gott, das kann man ja, also man muss ja nicht jeden Tag das gleiche Serum auftragen. Aber morgens sehe ich immer schon zu, dass ich mein Vitamin C Serum benutze. Dann meine absolute Lieblingsmaske unter den Drogeriemasken ist die von Balea, die Vitalceramide Tuchmaske. Also ich sag euch wirklich, wenn ihr kleine, feine Fältchen, so kleine Linien habt, macht die Maske mal drauf. Wartet 20 Minuten, nehmt sie ab und ihr fragt, wo sind meine kleinen Fältchen hin? Die sind nämlich weg. Also ungelogen, wirklich gut. Also mit Ceramiden, Hyaluronsäure und Arganöl reduziert die Faltentiefe und verschönert das Hautbild. Fünffach Wirkung gegen Hautalterung für reife Haut. Jo, das kann ich euch sagen. Mega, mega, mega gut. Dann habe ich nochmal hier was für Pickel, also gegen Pickel von Isana, diese Clear Up Stripes. Da nehme ich allerdings lieber die von Balea. Befreit Poren sofort. Und ja, Anti-Mitesser Wirkstoffformel mit Salicylsäure. Ja, das sind diese ganz normalen Streifen für die Nase oder für die T-Zone. Waren in Ordnung, aber wie gesagt, ich bin da irgendwie Balea-Fan. Ich weiß auch nicht. Schreibt mir mal gerne in die Kommentare, wenn ihr zum Beispiel sowas kauft oder Handseife allgemein, kauft ihr lieber Balea oder kauft ihr lieber Isana? Also die Eigenmarke von DM ist ja Balea und die Eigenmarke von Rossmann ist ja Isana. Das würde mich mal interessieren. Schreibt mir das mal gerne in die Kommentare. Es geht wieder los. Sheila fängt wieder an zu schreien. Ich hoffe, das geht irgendwie. Die Maske ist auch richtig gut von Balea. Die Vitamin C Tuchmaske, die liebe ich ja. Ebenmäßiges Hautbild und strahlender Ton, antioxidative Wirkung, ja, wie immer bei Vitamin C. Ja, mit Vitamin C und die ist allerdings noch mit Hyaluron, deswegen finde ich die immer richtig klasse, wenn man erst das Vitamin C Serum aufgibt und dann die Maske auf Sheila. Chili, komm mal hierher. Ansonsten muss ich hier gleich nochmal was zu essen geben. Sie kommt dann auch nicht. Sheila, komm mal hierher. Dann kannst du mitmachen, mein Schatz. Komm. So, wo bin ich stehen geblieben? Chili. Das brauche ich dazu. Also diejenigen, die meine Videos kennen, dazu brauche ich nichts mehr sagen. Das ist ein Standardartikel von mir. Das Balea Trockener Shampoo Soft Cotton. Mega geil. Mega günstig. Sheila, was ist denn? Da ist sie ja. Komm her. Und probiert das unbedingt aus. Baby, was hast du? Lass ja den Pilo da jetzt in Ruhe. Dann habe ich einmal, ach so, übrigens, Firmen, ach so, das habe ich eben schon gesagt, die es nicht in der Drogerie zu kaufen gibt, probiere ich euch unten im Video zu verlinken, damit ihr das nachkaufen könnt. Genauso wie diesen Hyaluron-Drink hier, den nehme ich jetzt seit Mai. Ja, ich glaube seit Mai. Allerdings mache ich das nicht so regelmäßig. Ich vergesse das dann immer morgens. Dann gehe ich aus dem Haus und denke, Mist, da war doch was. Der Hyaluron-Drink. Jedenfalls ist der sehr, sehr gut. Und ich habe das Gefühl, das verteilt sich so im ganzen Körper immer da, wo man das Hyaluron gerade braucht. Ich finde, das ist auch sehr, sehr gut für den Magen. Also beruhigt meinen Magen, habe ich das Empfinden.
Zum Beispiel, wenn man jetzt Sodbrennen hat oder was ich zum Beispiel habe, ist durch meine Schilddrüse, dass ich morgens oft unter Übelkeit leide. Und ich muss sagen, das hat sich echt gebessert dadurch. Und ich weiß nicht, ob es daher kommt. Ich lasse meine Nägel momentan rauswachsen, also sprich naturwachsen, rauswachsen. Und mache keine künstlichen Nägel drüber. Und ich hatte noch nie so lange echte Nägel gehabt. Also die sind auch echt fest geworden. Mal gucken. Vielleicht bringt es ja auch was fürs Haar. Ich werde da jetzt auch nicht mehr beigehen mit eigenen Krams aus der Drogerie. Werde da auch keine Directions mehr rüber machen, keine Direction-Farbe. Und ja, mein Ziel ist das ja irgendwann, dass ich so schöne lange Haare habe, dass ich mir doch mal irgendwann wieder eine ganz leichte, aber wirklich eine gute Haarverlängerung machen kann. Oh, ja, das ist mein Traum. So, jedenfalls Procianis werde ich euch auch unten verlinken. Richtig guter Hyaluron-Drink. Finde ich viel besser als die Tabletten. Ich habe immer das Gefühl, dass diese Tabletten oder Kapseln nichts bringen. Ich hatte auch mal ein Kollagen. Davon habe ich jetzt auch Kapseln. Die nehme ich gar nicht mehr, weil ich das Gefühl habe, irgendwie, nee. Da gab es mal so eine flüssigen Dinger. Die muss ich mir auch irgendwann nochmal kaufen. Die haben so eklig geschmeckt. Das habe ich, glaube ich, schon mal erzählt. Nach so Marmeladengelee. Aber da habe ich auch wirklich gemerkt, dass es irgendwie was bringt. Ich weiß nicht, wenn man das trinkt, ist das irgendwie, finde ich, nochmal was anderes. Oder wird das auch anders vom Körper aufgenommen, als wenn man da so ein überzogenes Dragé-Ding oder Tablette oder Kapsel, wie auch immer, hat. Und ich weiß nicht. Also ich kann nur sagen, dass das für mich sehr, sehr gut wirkt und von meinem Körper sehr gut angenommen und aufgenommen wird. Und ich sollte es nur vielleicht mal regelmäßig benutzen, trinken, wie auch immer. Genauso wie OPC kaufe ich mir immer. Da kaufe ich allerdings immer von verschiedenen Marken. Da gucke ich immer gerade. Das ist, glaube ich, von Vitamin Express, bin ich der Meinung. Weiß ich jetzt allerdings nicht. Müsste ich nochmal nachgucken. Verlinke ich euch aber auch unten in der Infobox. Dieses OPC ist mit Vitamin C zusammen. Und ja, OPC sollte man ja immer generell mit Vitamin C zusammennehmen. Auch gerne mit MSM. Und das ist ein Standardprodukt. Ich habe immer OPC im Haus, nehme das auch regelmäßig. Bin jetzt auch sogar schon bei 3 Kapseln. Allerdings, wenn ihr die noch nie genommen habt, solltet ihr mit einer Kapsel beginnen. Immer zum Essen, immer mittags, also auch nicht abends, weil das auch so ein bisschen aufputscht. Aber das macht das Blut fließfähiger. Ich bilde mir ein, dass meine Schmerzstärke von meiner Migräne zum Beispiel jetzt nicht mehr auf 100% ist und dass es schon ein bisschen gesunken ist. Und ja. Allgemein, OPC, googelt das mal. Und ja, falls ihr da Interesse habt, finde ich super. Oh. Ups. Ist wieder alles gut. Jetzt gehen wir mal hier rüber. Ich habe hier nämlich noch eine Box. Paar Essenssachen, also ein paar Sachen aus dem Food-Bereich zeige ich dann doch. Aber es sind dann wirklich nur die top, also die wirklich richtig, richtig gut sind oder die richtig, richtig schlecht sind. Und das ist ein richtig, richtig gutes Produkt. Oh, wenn ich das schon wieder rieche, dann könnte ich mir jetzt schon wieder einen Kaffee machen. Aber ich darf nur noch einen Kaffee pro Tag trinken. Mache ich dann immer morgens. Das ist so ein toller Kaffee von Mövenpick. Der himmlische. Und das sind Pads, also die passen in die Senseo-Maschine. Und ich finde diesen Senseo-Kaffee, also den mag ich zum Beispiel überhaupt nicht. Also die Senseo-Maschine ist wunderbar, da schmeckt Kakao. Der Kaffee-Latte schmeckt ganz gut. Aber ansonsten von Senseo Kaffee, egal welche Sorte, ob rot, grün, was weiß ich, blau, kriege ich jedes Mal Sodbrennen. Also wirklich richtig Sodbrennen. Also mir geht es wirklich richtig blöd danach. Aber von dem, der ist so mild und der schmeckt so lecker. Da gebe ich mir immer so ein bisschen Agavendicksaft drüber. Da habe ich von Rossmann so einen richtigen leckeren Agavendicksaft-Sirup mit Vanille. Oh, das schmeckt so gut. Und das mache ich mir dann da immer ein bisschen rüber. Das schmeckt wirklich himmlisch, wie der Name schon sagt. Kann ich euch nur empfehlen. Kostet, glaube ich, 5-6 Euro und 36 Pads sind da drin. Kauft euch das mal. So lecker, wenn ihr Kaffee mögt und so eine Senseo-Maschine zu Hause habt. Ich weiß nicht, ob das auch für andere Kaffeemaschinen funktioniert, aber bei Senseo funktioniert es auf jeden Fall. Ach, apropos OPC MSM. Hier habe ich meine leere MSM-Dose. Das ist von Natural Elements. Da kaufe ich auch immer, je nachdem, wo es ein bisschen günstiger ist oder ja, wo die beste Bewertung ist. Da gucke ich immer so ein bisschen. Kaufe ich natürlich am liebsten bei Robert Franz. Auch gerne bei Vitamin Express. Aber da ist das immer meistens leider so ein bisschen
bisschen sehr teuer. Und von daher gucke ich dann immer auf Amazon und alles, was auf Amazon gekauft wird von mir, verlinke ich euch auch immer unten, falls ihr das nachkaufen möchtet. Und damit war ich sehr, sehr zufrieden. Jetzt habe ich mir allerdings mal Pulver bestellt, weil ich keine Lust habe, immer diese Kapseln zu schlucken. Also ich bin jetzt bei 6 bis 8 Kapseln gewesen pro Tag und das ist mir dann, also diese ganzen Kapseln da zu schlucken und hier und da, nee, das ist mir zu anstrengend gewesen und von daher habe ich jetzt Pulver und das mache ich dann in O-Saft oder Apfelsaft. Rühre das so ein bisschen, ist natürlich sehr bitter und deswegen im O-Saft geht das super runter. MSM ist körpereigener Schwefel für diejenigen, die es nicht wissen. Und das hat man im Alter einfach nicht mehr so. Mein Kater kriegt das auch gegen seine Arthrose. Ich nehme das gegen meine Migräne, also das ist bei Schmerzen, Arthrose. Müsstet ihr auch mal googeln, wofür man MSM alles nehmen kann. Für Allergien, also gegen, nicht für. Und ja, wirklich ganz, ganz klasse Nahrungsergänzungsmittel. Dann zeige ich euch mal hier mein, ich weiß auch nicht, was da gewesen ist. Die kaufe ich nie wieder. Ich hatte die mal gezeigt und ich fand die auch total klasse. Das muss ich jetzt allerdings revidieren, weil ja, von Garnier diese Hydra-Bomb-Maske mit Granatapfel. Ich bin ja auch Fan von Granatapfel. Ich hatte die drauf. Ich weiß nicht, ob ich hier irgendwo noch ein Bild wieder... Nee, ich glaube, ich habe gar kein Bild gemacht. Ah, nee, da habe ich kein Bild gemacht. Ich nehme die ab. Ich hatte hier alles voller Pickel. Also wirklich richtig heftige Pickel, die wirklich dann hinterher auch mit so Eiterdingern und so waren. Also richtig eklig. Und dann hinterher war das so, als ob ich mir die Haut abgezogen habe. Und es hat gebrannt, es hat gejuckt. Und das hat, glaube ich, eine Woche angehalten. Ich weiß nicht, was da gewesen ist. Vielleicht war das auch nur durch dieses eine Ding. Ich habe keine Ahnung, die kaufe ich mir nicht mehr. Also ich fand die immer mal ganz gut, aber ach nee, lass mal. Wie gesagt, ich bin Granatapfel-Fan. Zeige ich euch einmal meinen Gesichtsreinigungsschaum von Yepoda, The Bubble Double. Der riecht so gut. Das ist mit Granatapfel und Salicylsäure. Ich liebe diesen Reinigungsschaum, den benutze ich, glaube ich, auch jetzt schon ein paar Jahre oder ein, zwei. Ich weiß es nicht. Bin total begeistert davon, auch gerade wenn ihr Unreinheiten habt. Das ist immer als allererstes, wo ich morgens mit rüber gehe und abends mit rüber gehe. Und danach kommt dann alles andere. Aber es ist wirklich, und der riecht so gut. Auch bei Yepoda, schaut auch unten in der Infobox. Wenn ihr über meinen Link geht, dann bekommt ihr auch, ich weiß gar nicht, müsst ihr mal gucken, auf jeden Fall bekommt ihr dann Prozente, da bekommt ihr ja, die Produkte günstiger. Muss mal gucken, ob ich da einen Code habe. Ansonsten reicht das, glaube ich, sogar, wenn ihr über meinen Link geht. Und das empfehle ich euch zu Millionen Prozent. Das ist der absolute Hammer. Genauso wie dieses The Mist Have Spray von Yepoda. Das finde ich auch klasse. Das ist als Primer, das ist als Fixing Spray. Das ist so für zwischendurch zur Erfrischung. Das ist mit Hyaluron und riecht so leicht nach Lavendel. Oh, ich liebe das. Also das habe ich mir auch schon millionenmal nachgekauft. Und letztes Mal, als ich dieses Schminkvideo, Live-Test-Video, war das ein Live-Test-Video? Ich glaube, das war ein Live-Test-Video. Da hatte ich mich damit geschminkt, damit habe ich das auch fixiert. Und das hat wirklich den ganzen Tag gehalten. Also finde ich richtig gut als Fixing-Spray. Und wie gesagt, ist mit Hyaluron. Was ich euch nochmal zeigen wollte, was nämlich relativ neu ist, was ich auch richtig gut finde. Ich weiß, ich hatte ja mal diesen Schneckenschleim vorgestellt. Da gab es doch mal so eine Schneckenschleimcreme von, ach Gott, ich weiß gar nicht, bei Action oder so. Und ich finde das ja schon gemein, wenn die wirklich diese Schnecken da so anpieken und dass sie diesen Salz geben zum Ich weiß nicht, ob das stimmt, aber das habe ich gehört. Oder oh mein Gott, wenn die das machen, es soll ja heißen, dass Schnecken keinen Schmerz empfinden, weil die kein Gehirn und dies und das. Aber irgendwas, ich kann mir das nicht vorstellen. Also man kann ja schließlich eine Schnecke nicht fragen, ne? Ob sie irgendwie, ne? Naja, ist egal. Auf jeden Fall habe ich deswegen, das ist ganz neu von Yepoda, diese Augencreme. Und das ist mit pflanzlichen Schneckenschleim. Die haben also diesen Schneckenschleim nachgemacht aus einer Pflanze, die heißt Phytomucin. Ich habe hier jetzt gerade so einen Zettel hier, sonst vergesse ich das nämlich. Und hier drin enthalten ist Hyaluronsäure, Niacinamid, Squalane, Bakuchiol, das ist auch sehr gut für Slow Aging, Koffein, reduziert ja Schwellungen. Ja, Niacinamid glättet Fältchen. Und die ist wirklich so ergiebig, die teste ich jetzt auch schon seit, oh Gott, ich weiß gar nicht. Ich weiß auch gar nicht, ob es die überhaupt schon gibt bei Yepoda. Müsst ihr mal gucken. Da gehe ich auch immer mit so einem kleinen Spatel rein. Also da wirklich, da reicht ganz, ganz wenig. Und dann tupft ihr euch das einfach nur so ein bisschen auf. Und dann habe ich immer schon das Gefühl, das ist so, als ob ihr irgendwie Botox drauf habt. Also das glättet wirklich extrem. Und ja, Slow Aging steht hier auch nochmal drauf. Pflanzenbasiert.
Könnt ihr ja mal gucken, ob ihr das gerne mal ausprobieren möchtet. Wie gesagt, ich verlinke euch unten den Shop in der Infobox. Und jetzt gehen wir mal... Ah, das habe ich vorhin benutzt. Das ist von Dresdner Essenz. Das war so schön. Das hat so schön gerochen und hat so entspannt. Chillax, Schaumbad, entspannend, Baumwolle, Himbeere und Veilchen. Sieht zwar irgendwie... Ich finde das jetzt nicht so ansprechend. Ich fand das halt nur süß wegen der Katze. Und naja, natürlich, dass es ein Schaumbad war mit samtweichem Schaum. Ja, war jetzt nicht viel Schaum, aber ich fand den Geruch, also ich fand das Bad sehr angenehm und entspannend. Also ich würde mir das auf jeden Fall wieder kaufen. Mein Dove Deo, das ist auch so ein Standardprodukt. Das kaufe ich immer wieder nach. Ich liebe das. Das ist wirklich, das hält. Ist allerdings mit Aluminium, das ist ein bisschen doof. Aber 0% Alkohol, das ist ja schon mal was. Aber der Duft ist für mich unschlagbar. Ich benutze das wirklich auch schon so lange. Dann habe ich einmal von Essence diesen Lash and Brow Primer aufgebraucht. Wundert euch nicht, da war es zugegeben. Ich glaube, das war von, wie heißt das denn jetzt nochmal? Ach, dieses Wachs, irgendwie so ein Haarwachs. Und das sollte ganz gut sein, um die Augenbrauen zu fixieren. Aber ich habe ja gar keine Augenbrauen, um zu fixieren. Also wirklich, wenn ich das jetzt nicht nachgemalt hätte, mein Kind und mein Freund, die ziehen mir schon immer auf und sagen, Mama, du hast ja gar keine Augenbrauen. Ja, das ist irgendwie... Naja, das ist auf jeden Fall, wie ich finde, sehr, sehr gut. Auch wenn man das jetzt hier aufträgt, die Augenbrauen nachmalt, das hält dann besser. Und ja, auch wenn man keine Augenbrauen hat, so wie ich. So, dann hatte ich einmal von der Apotheke hier so eine Probe bekommen. Morgens Aronal, abends Elmex. Habe ich aufgebraucht, ist jetzt nicht so meins. Habe ich früher immer viel benutzt, hat meine Oma immer damals benutzt. Ja, also ich benutze halt ungern Fluorid und von daher ist das jetzt... Also wie gesagt, ich habe sie aufgebraucht, aber ich würde sie mir jetzt auf gar keinen Fall nachkaufen. Im Gegensatz zu der, die ist leider auch mit Fluorid, aber ich finde die so klasse von der Wirkung, diese Signal White Now, die macht wirklich weiße Zähne. Allerdings macht sie auch die Zahnbürste blau und wenn ihr irgendwie was Weißes anhabt oder irgendwas und das kommt darauf, das kriegt man also eigentlich gar nicht mehr wieder raus. Aber ansonsten finde ich die Zahncreme eben top, tipptopp und ja, das ist... Ich muss langsam mal wieder anfangen, die von Lavera zu kaufen, ohne Fluorid. Dann habe ich immer ganz gerne von Sanotag diese Eisenkomplex-Tabletten. Beziehungsweise sind das so ganz kleine Mini-Tabletten. Das ist in so einem kleinen Rascheldöschen und das nehme ich immer abends ein. Das ist noch nicht alle. Ich weiß jetzt gar nicht, warum ich die Packung hier reingetan habe. Aber ich wollte es euch einfach mal zeigen. Und Eisen sollte man ja supplementieren, wenn man wenig Fleisch isst oder gar kein Fleisch isst. So wie ich. Naja gut, also ab und zu... Verirre ich mich dann doch leider mal beim Dönermann und ja, wie es dann so ist, ne? So, diese Isana Feuchtigkeits-Augentuchmaske fand ich total blöd. Erstens war die irgendwie hier. Die hat überhaupt nicht gesessen. Und nee, ist mit grünem Tee und kühlen Effekt und rechts, links, geradeaus. Aber mir hat die überhaupt nicht gefallen. Ich würde die nicht nochmal kaufen. War für mich ein absoluter Flop. Dann habe ich von Garnier diese Skin Active Hautklar Anti-Pickel Thermomaske. Die habe ich schon seitdem ich Pickel habe. Also seitdem ich, weiß ich nicht, 14, 15 bin, fand die mega. Ich fand die immer schon gut. Und das ist dann so, ihr reibt euch das ein und dann wird das immer wärmer auf der Haut. Und ich finde, die bricht, ich kann nicht mehr sprechen. Die bringt einen richtig guten Effekt. Also Top-Produkt. Garnier, wie gesagt, mag ich immer sehr gerne. Außer diese, sag mal, was fliegt hier denn alles? Außer diese Tuchmaske da. Also das war, oh Gott, das war wirklich schrecklich am Wochenende, wo ich das dann hier alles voller Pickel hatte. Das sah wirklich schlimm aus. Als ob ich mir hier irgendwie mit Wachs weggemacht habe und dann die Haut abgerissen und dann sind da so Pickel entstanden. So, das habe ich ganz neu. Das hatte ich jetzt das erste Mal getestet von Hautrein. Das ist von Balea. Da habe ich dieses andere Schnipselchen leider nicht mehr. Fruchtsäure-Peeling und Pflegemaske mit 5% BHA und AHA-Komplex und 5% Parthenol. Richtig gut gewesen. Also das war so zwei Sachen. Also erst macht man das Fruchtsäure-Peeling und dann kommt die Pflegemaske im Anschluss. Also würde ich mir definitiv wieder kaufen. Fand ich richtig gut. Dann habe ich nochmal ein Deo von Garnier. Schon wieder Garnier. Mineral Magnesium Ultra Dry. Ich mag ja eigentlich nicht diese Rolldinger, aber den finde ich richtig gut. Was ist denn das hier? Da sind da noch Haare von mir dran. Also keine Achselhaare.
habe keine. Aber das ist sehr, sehr gut. Und das hält auch lange. Und 0% Alkohol, Antitranspirant. Kann das sein, dass Antitranspirant immer mit Hyaluronsäure, mit Aluminium ist? Kann das sein? Also ich denke mal. Also das kann ich nicht lesen. Aber ja, schade. Aber ich finde, das ist auch ein sehr, sehr gutes Deo. So, wenn wir schon mal bei Deo sind, eins zeige ich euch. Das ist von Adidas. Dieses Control Deo, das habe ich immer in der Tasche, weil das so klein ist. Das riecht schön, cool in Care, 48 Stunden, antitransparent, 0%. Ich glaube, die schreiben immer 0% Alkohol, wenn das mit Aluminium ist. Kann das sein? Ja, das ist, denke ich mal, auch mit Aluminium. Aber finde ich sehr, sehr, sehr gut. Kaufe ich mir wahrscheinlich auch wieder. Dann habe ich vorhin das hier wieder gefunden. Alive von Boss. Weiß nicht mal, ob das für Männer oder für Frauen ist. Habe ich auf jeden Fall aufgetragen. Ist dann jetzt auch alle, also ich habe das nicht heute alles aufgetragen, kommt auch nichts mehr raus. Aber ich finde den Duft richtig gut. Das ist immer so bei mir Tagesform abhängig. Manchmal gehe ich dann in die Parfümerie, teste das dann nochmal und denke, oh nee, doch nicht. Aber das gefällt mir richtig gut. Kann ich euch auch verlinken, falls ich das finde. Dann habe ich einmal Nagellack aufgebraucht von Essence, diesen Gel-Nagellack. Da kommt jetzt nichts mehr raus, beziehungsweise ist es fest geworden. Ja, fand ich immer mal ganz schön. Es war so ein ganz dezenter Glitzer. Und ich habe das Gefühl, dass ich gleich mal niesen muss. Oder auch nicht. Mal gucken. So, jetzt kommen wir zur zweiten Tüte, beziehungsweise zur zweiten Tasche. Dann sind wir aber auch durch. Jetzt habe ich hier noch einmal Essen. Die schmecken richtig gut. Mühlen-Nuggets, vegane Mühlen-Nuggets auf Basis von Soja. Die habe ich meinem Sohn gemacht. Und der so, Mama, das sind doch echte. Das ist doch echtes Huhn. Ich sage, nein, die schmecken echt wie diese Chicken McNuggets. Also ähnlich auf jeden Fall. Also wirklich ähnlich. Also das, nicht, dass man so denkt, das schmeckt voll eklig. Das schmeckt wirklich gut. Das probiert echt mal, wenn ihr mal so eine Alternative kaufen möchtet. Also das werde ich mir definitiv wieder kaufen. Wie gesagt, ich packe hier wirklich nur Essenssachen rein, die wirklich 100% gut oder 100% scheiße waren. Und also das kann ich euch wirklich empfehlen. Ich habe schon mehrere vegane Sachen getestet, aber manche denkt man auch so, ach nee, lass mal. Aber das war wirklich gut. Dann momentan mein Lieblingsweichspüler von Softlan, der Traumfrisch, der lilane. Aber der ist auch sehr gut, der rosane von Lenore. Mag ich auch sehr. Apropos rosa, ich habe hier noch was von Pomelo. Das ist zwar noch nicht aufgebraucht, aber das hatte ich hier irgendwie gerade liegen. Das ist noch nass, weil ich davon geduscht hatte. Vanilla Cream, dieser Conditioner, dieser Repair Conditioner, das riecht so gut. Wenn ihr Vanilleduft mögt, das kann ich euch nur empfehlen. Das riecht so, so gut. Und ja, da ich momentan viel Pflege für meine Haare brauche, gerade jetzt, wenn ich dann auch bald wieder vorhabe zu färben bzw. Strähnen zu machen, will ich jetzt nochmal ordentlich Gas geben mit Pflege und ich finde die Pflege von Pomelo einfach richtig gut. Das gibt es nämlich jetzt neuerdings auch bei Rossmann. Müsst ihr mal gucken. Also Pomelo gibt es jetzt auch bei Rossmann. Und wenn ihr ein wirklich richtig gutes Haaröl, das kann ich euch jetzt nicht zeigen, weil das von alle ist. Das riecht jetzt nicht, ach, das ist halt Peach Gloss nennt sich das. Für mich ist der Geruch auch völlig egal, aber das Ergebnis, das ist der absolute Hammer. Da gibt es auch noch das Haaröl von dieser Sorte hier, von dieser Vanilla-Reihe hier. Das ist aber nicht so gut, das habe ich auch, aber das ist nicht so gut wie dieses hier. Das macht wirklich ein richtig gutes Ergebnis, wenn ihr jetzt nicht so kaputte Haare habt wie ich, sondern wenn ihr jetzt wirklich gesundes Haar habt oder nur ein bisschen strapaziert, also dann werdet ihr sehen, was ihr danach für Haare habt. Also es ist wirklich ein mega gutes Haaröl, extra für splissanfälliges Haar oder für splissiges Haar. Kann ich euch nur, wie gesagt, das gibt es bei Rossmann. Und zwei Sachen zeige ich euch jetzt auch nochmal von Rossmann, von Pomelo. Das ist einmal hier Cosmic Wave, dieser Leave-In Conditioner. Den finde ich richtig gut. Das riecht für mich so ein bisschen nach, wie soll ich sagen, so ein bisschen nach Kaugummi auch. Also das muss man schon mögen. Finde ich mega abgefahren, den Geruch. Und als ich diese blonden Haare hier gerade neu hatte oder frisch gemacht hatte und das aufgetragen habe, das war ein Glanz. Also die Farbe hat wirklich richtig mega schön nochmal geglänzt. Also das bringt nochmal richtig was, wenn ihr zum Beispiel gerade die Haare blondiert habt oder irgendeine Tönung drin habt. Also, und es ist mit Hitzeschutz, bin ich der Meinung. Es ist mit Hitzeschutz, genau. Schutz. Es ist mit Hitzeschutz. Ganz, ganz, ganz cooler Leave-In-Conditioner zum Sprühen. Und dazu gibt es auch hier diese... Ich wollte jetzt hier nicht so viel zeigen, aber ich habe mir das gerade neu bestellt.
auch diese Maske dazu, die kommt gleich im Kühlschrank, Cosmic Care. Die ist mit Reis und Oat Proteins. Die riecht auch so mega gut. Da gibt ihr immer so eine kleine Kugel hier auf und dann verteilt ihr euch in den. Ich mache das immer vor der Haarwäsche. Manche haben gesagt, nee, soll man nicht, aber ich mache das immer vor der Haarwäsche und dann sauge ich, dann wische ich, dann mache ich dies, dann mache ich das, lasse das richtig lange einwirken. Und wie gesagt, das ist meine Lieblings-. Also ich zeige euch jetzt meine absoluten Favoriten, das sind nämlich die. Also wenn ich die drei nicht da habe, dann werde ich immer ganz nervös, die muss ich immer da haben. Deswegen habe ich das jetzt nachbestellt. Das muss ich nochmal nachbestellen, weil das ist wirklich sehr, sehr, sehr gut. Wie gesagt, verlinke ich euch auch unten. Ich glaube, da habe ich auch einen Code. Müsst ihr mal gucken. Da bekommt ihr auch Prozente. Dann habe ich einmal Persil. Ich bin momentan auf diese Mega-Perls umgestiegen. Das ist einmal Color-Waschmittel. Und da riecht man nicht mehr so. Und einmal das Tiefenrein für reine Wäsche. Also für die ganz normale Wäsche, Kochwäsche und so weiter. Und für weiße Wäsche. Und ich bin damit absolut zufrieden. Die werde ich mir definitiv wieder kaufen. Was schüttelt das denn noch? Oh, gar nichts mehr drin. Ja, die werde ich mir wieder kaufen. Und in Kombination mit diesen Softlan oder mit dem. Oh, das riecht richtig gut, die Wäsche. Irgendwas hatte ich doch noch. Irgendwas wollte ich doch noch zeigen. Ach nee, das hatte ich ja schon. Das ist mir vorhin eingefallen. Diesen Lippenstift hatte mir eine liebe Abonnentin, hatte mir einen Screenshot gemacht. Beziehungsweise, Dankeschön nochmal. Ich wusste immer nie, von welcher Marke dieser Lippenstift ist. Werde ich nochmal einen Screenshot euch reinmachen, weil ihr immer gefragt habt, wenn ich diesen Lippenstift drauf hatte, von welcher Marke der ist. Jetzt wisst ihr es. Ich füge euch das hier oben ein. Danke nochmal, weil, wie gesagt, ich wäre da nie drauf gekommen. Der ist nämlich, glaube ich, bin ich der Meinung von Maybelline. Ich würde sagen, wir sind durch. Ich kann nicht mehr reden. Ich bin heiser. Ich muss gleich erstmal noch heiße Milch bedrohlich trinken. Nein. Ja. Das war mein Aufgebraucht-Video für diesen Monat. Falls ihr mehr Aufgebraucht-Videos sehen wollt, Daumen hoch da lassen. Abonniert den Kanal, wisst ihr alles, Glocke drücken. Folgt mir auf Instagram, da heiße ich so wie hier ShivaShakti8. Ja, und dann würde ich sagen, sehen wir uns nächste Woche wieder, wenn ihr möchtet. Und bis dahin wünsche ich euch noch eine schöne Zeit. Bis nächste Woche. Tschüss.